Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es heißt, der Mann mit der Mütze ist am Start. Sitzt du hier oder auf der anderen Seite? Und mein Spezialgast Dana Rolli. Wo? Oh, der Mopsi ist übrigens auch wieder einmal da und ich hoffe ihr auch. Der schläft schon wieder tief und fest, denn... Mit offenen Augen. Der ist so ein Creep. Ja. Wir haben es wieder einmal geschafft, hier ist sehr spät werden zu lassen, was natürlich immer meine Schuld ist. Dafür direkt mal ein Abo da lassen. Vielen, vielen Dank. Und es gab wieder so viele Wünsche die letzten Tage, dass wir erstens mal keine Unhelpful Guides mehr machen sollen, sondern nur noch Helpful Guides. Mhm. Wobei ich sagen muss... Es war schon lustig. Also mir hat es Spaß gemacht. Ja, es haben auch viele drunter geschrieben, ja, da sind so viele Insider-Witze, wenn man die nicht kennt. Aber es war, ich weiß ich nicht, ich fand es trotzdem voll lustig. Ganz gut. Und ich habe auch einige Namen dadurch jetzt nochmal merken können, beziehungsweise nochmal mehr Zusammenhang gehabt. Mhm. Weil es ja auch immer, wenn wir dann nur die, also wir hatten ja EXO, weil man dann der eine vielleicht derjenige ist, der immer diese besonders soulige Stimme hat oder sowas. Man das dann in den Videos sieht, dann hat man da nochmal einen besseren Zusammenhang. Also ich fand es nicht schlecht. Es war ja auch nur ein Guide. Wir werden ja auch noch andere machen, auch noch für andere Gruppen. Wir haben ja auch schon andere Videos zu EXO so gesehen. Ja, ja. Die mit den Vocals und so, da haben wir die ja stimmlich schon besser kennengelernt. Das stimmt, aber da hatte ich zum Beispiel die Namen da noch nicht so auf dem Schirm. Ja, ich auch nicht. Zu den Gesichtern, aber weil jetzt dann durcheinander war. Jetzt. So, aber jetzt, jetzt gibt es sowieso was ganz anderes. Es geht nicht um EXO, sondern haha, um... Haha, verarscht! Ich habe doch schon den Titel gesehen. Ja, manch vielleicht nicht. Heute geht's um... Astro. Hast du gerade mal eine Ziffer, die? Astro. 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 Sehr gut. Und es ist hier die neue Nummer Blue Flame. Blue Flame. Auch ganz aktuell hier vom 20. Bin ich mal gespannt. Das haben so viele in die Kommentare geschrieben. Hoffen wir mal, dass ihr keinen Mist geschrieben habt. Es ist schon spät, komm. Ich fange aber mal an. Lass mich ein bisschen sparen. Hey, hier steht 18. Ja, das steht immer ein, zwei Tage früher. Oh, mein ich. Weiß ich nicht. Reggae. 네 das ist natürlich von Vorteil, wenn es nur auf Koreanisch ist. Schade. Sollen wir automatisch übersetzen, testen? Aber wenn es zumindest schon mal auf Koreanisch, wenn schon mal auf Koreanisch da ist, dann könnte es tatsächlich sein, dass die Übersetzung nicht ganz so schlecht ist. Blue flame,
없어도 포기 못해 No, no, no Don't blame me, don't need you Got a flame in my heart 우리가 어두워질수록 타오르네 Underwater tears 쓰고있어 널어서 바다 끝까지 떨어져도 좋아 네 맘에 쌓여가 everyday 그 위에 새겨져 Cause 이 세상이 전부 꺼내갔죠 오직 내 계절이 너와 난다 그렇게 Witch above me Da brennt ihr euch hier jetzt. Ja, krass, cool. Ja? Ja, ich fand's cool. Vor allem, ich bin nicht ganz überzeugt. Wieso? Mir hat die Strophe nicht gefallen. Oh, wieso? Also beide Strophen, weil ich fand die, den Beat zusammen mit der Gesangsmelodie hat mir gar nicht gefallen, weil der Beat ja ein bisschen so... Laid-back-Reggae-mäßig ist fast. Das Ding und ist, dazu die Gesangsmelodie, für mich persönlich war das nicht so passend und irgendwie hat es mir nicht gefallen, aber die Rap-Parts in den Strophen fand ich gut und die Hook fand ich richtig geil, aber die Strophen an sich nicht. Hm. Das Ding ist, eigentlich sind ja wirklich nur diese Keys, also dieses diese Offbeat-Keys, das ist ja eigentlich nur aus dem Reggae. Ja, was halt der Rhythmus? Vielleicht minimal, genau, das ist eben der Rhythmus. Vielleicht minimal eben noch. Was ist denn hier schon? Es gab schon wieder ein Update hier mit OBS. OBS! Also, ja. No BS. Also das Recording-Programm, mit dem ich hier die Videos aufnehme. So, auf jeden Fall ist eben nur diese Offbeat-Keys und ja, so ein bisschen diese E-Gitarren, die hier natürlich reinspielen. Ja, die das sind E-Gitarren, die sind super Stereo, hart rechts, hart links. Die spielen immer so ein bisschen angepickt, gemutet die Saiten. Man hört nur so ein Bing, 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 Bing. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, also ganz hart rechts. Ganz, das ist auch so ein bisschen ne, alles aus dem Reggae und dann hört es eigentlich auch schon auf. Weil der Bass, der hier spielt, ja, also jetzt vom Sounddesign her definitiv nicht Reggae, das, was, also der Rhythmus, also was er hier spielt, cool, was hat er denn hier an? Wie zieht man so etwas an? Und, das ziehst du nicht an, es wird dir angezogen. Und wie bleibt das dann so, ne? Das ist krass. Ah doch, wenn du es anhast, bleibt es so, weil das ist ja hier so fest mit Trägern hier, quasi um den Arm, hier um den Hals. Ich versuche das nachzuzeigen, ja, was du da machst. Tut mir leid. Und hier unten. Und der Rest hängt ja einfach. Wenn du es anhast, passiert nichts. Aber wenn du es nicht anhast, dann ist es nicht so einfach. Aber hier, guck, hier siehst du schon zum Beispiel, dass hier geht es direkt hier rüber. Ja. Da muss ich jetzt mal groß machen. Und hier geht es aber hinten rum rüber. Weil es verdreht ist. Ja, so schnell geht das. Obwohl es ihm wahrscheinlich angezogen wurde. Ja, aber sieht fantastisch aus. Sieht irgendwie aus wie ein Kopf oder so. So ein Totenkopf. Totenkopf. Ja, könnte man sehen. Also, zurück zur Musik. Oh, nein, Moment. Das ist an der Jacke dran. Ja, ja. Hä? Ja, ich dachte, das wäre ein extra Teil angezogen. Ach aber so, es nee. Ist an der Jacke genäht. Ja, hatte ich aber auch so gesehen. Krass. Ist, ja. Nee, ich dachte, es würde wirklich so um den Arm gehen, dass es das wirklich was ist, was du anziehst. Nee. Also weil es auch wirklich die Ketten selber sind, ne? Ja. Und teilweise auch hintenrum noch gehen. Es ist halt percussionmäßig, ist relativ viel los hier im Verse schon, dass du da jetzt nicht nur die normalen Drums hast, sondern immer im Hintergrund einige Percussion-Elemente sind, die immer so dazwischen spielen. Und
Ne, immer wieder so Fill-Ins von irgendwelchen. Aber ich finde die Gesangslinie jetzt nicht so schlecht von der Strophe. Es ist halt sehr popballadig eigentlich. Ich weiß auch nicht, ob ich die Gesangsmelodie schlecht finde, aber mir gefällt die Gesangsmelodie in Kombination mit dem Beat oder dem Beat-Rhythmus. Also beides zusammen gefällt mir einfach nicht. Ich glaube, einzeln finde ich es nicht schlecht, ja, aber zusammen gefällt es mir nicht. Es ist halt tatsächlich sehr untypisch, muss man sagen, dass man auf so einen Rhythmus so eine Gesangsmelodie hört. Das, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Aber so schlimm finde ich es jetzt auch nicht unbedingt. So. Ich habe das Mikro nur lauter gemacht. Ach so, deswegen höre ich plötzlich alles so laut und sensibel. Ja, weil sich hier wieder. Ja, gut. Auf jeden Fall, ja, ich finde es aber gar nicht so schlecht. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, wenn man das zwei, dreimal hört, kommt man da schon ganz schnell rein. Naja, warte mal, bei war das nicht bei Ace of Base, All That She Wants? Da haben die auch diesen Offbeat. Da haben die auch diesen Offbeat-Rhythmus, Baby, und in den Strophen singen die auch irgendwas ganz Komisches. Ace of Base, wer es vielleicht noch kennt. Ja. Geiler Subbass hier natürlich wieder schön zu hören. Schöner Übergang hier von der Gesangsmelodie. Von ja, das finde ich jetzt wieder schön. Ab da gefällt es mir. Ja. Pre-Chorus. Auf die Stimme. Ja, gerade die Stimme. Ah, witzig. Das, was vorher diese normalen Keys waren, die so Offbeat reingespielt haben, macht hier jetzt dann der Synthesizer. So ein richtiger Saw-Synthesizer, also die Waveform ist Saw, das hatte ich alles schon mal thematisiert. Schläft er noch? Ja. Und weil ich spiele jetzt die Blazer. Eine Rolle. Ja, weil er kommt genau auf die Pause. Also, ja, nicht auf die volle, sondern. Geil, das finde ich aber geil. Vor allem, weil er auch nur ein einziges Mal kommt, immer in der Hook und nicht zu viel oder so. Aber voll geil, weil wenn man dann schon weiß, dass er kommt, bei der zweiten Hook wartet man schon so richtig drauf. Ja. Ja, ich finde es schon cool, muss ich sagen. Ich finde es schon echt cool. Es ist schon ein gewisser Genre-Mix drin. Ich finde aber, der funktioniert eigentlich ganz, ganz gut hier bei den Jungs. Die Hook finde ich mega geil, vor allem auch mit diesem Running, weil das geht so hoch und dann das Falling geht runter. Das ist mega geil, so Details. Na, auch hier diese Adlibs mit diesem Radioeffekt, diese Ayayayays und so. Es klingt auch sehr, sehr sauber produziert, muss ich sagen. Sorry, wenn ich jetzt die ganze Zeit auf den Bildschirm gucke, aber ich muss hier den Mixer gerade mal einstellen, weil wir uns zu laut haben. So. Ja, es ist ein OBS hier, die Streamlabs OBS. Naja. Ich finde, das kommt cool. Und auf den Beat zu rappen, das geht schon voll klar, finde ich. Also das ist ja ganz klassisch eigentlich fast. Auch immer sehr schöne Harmonien hier reingebaut, immer so in die Doubles rein. Und natürlich ganz, ganz besonders am Ende, die Orchidee, die Super Adlibs, die hier komplett auf den letzten Refrain liegen. Sehr, sehr schön. Tatsächlich, also das war wahrscheinlich mit mein Highlight. Man hört sich auch vorne auf dem linken Ohr. Hast du diese Sound so? Ja. Ah, schon fest. Also die Hook finde ich mega geil. Ja, die Hook ist richtig cool. Die Melodie, cool. Hammer.
Aber so die Strophen dazwischen, ich glaube, ich müsste ihn echt so 3-4 Mal hören, damit ich da reinkomme einfach. Ich glaube schon, ich weiß, schon was geil. Du meinst, weil es ist schon unerwartet. Von der Hook kriege ich nicht genug. Die Hook ist richtig cool. Aber ich weiß, was du meinst, aber es ist vor allen Dingen eher in der ersten Strophe, weil da ja wirklich so eine Gesangsmelodie ist. In der zweiten Strophe ist ja mehr gerappt, vor allem der erste Teil ist gerappt und dann so halb Singsang. Ja, aber ich weiß, was du meinst, es ist unerwartet, dass man auf sowas hört, aber fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber die Hook ist dafür richtig cool und viele kleine coole Soundeffekte. Aber gute Produktion, finde ich gut. Hey. Und das Gute ist, dass ich die Mütze auf habe über meinen Ohren. Falls da jetzt die Höhen zu stark waren, höre ich das nicht mehr so sehr. Na, ist nur dein halbes Ohr bedeckt. Nee, das macht schon sehr viel aus. Okay, ja. Aber bei mir sind auch immer die Haare drüber. Ah. Und ich höre trotzdem alles. War alles gut? Wenn du mir alles sagst. Ich glaube schon, ja. Ich habe keine zu spitzen Höhen gehört. Ich und ich höre die aber schon manchmal. Ja. Ich bin schon manchmal so, dass ich sage, das ist mir zu spitz jetzt. Ja, du hast es ja auch das letzte Mal, hast es ja auch vor mir gesagt. Ja. Und ich hatte aber das Gleiche empfunden. Ich versuche mich auch mal kurz zurückzuhalten, ob sie dann auch so der Meinung ist. So, ob es ich ist schon von dir gelernt. Thumbnail Time. Blue, was? Ich hab schon Paul, ich hab orange an. Ich hab schon das Licht blue gemacht, aber es, naja. Schon fertig. Wir haben viel zu lange gebraucht. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Das bin ich, Rahim. Und vielleicht auch für Dana, die immer noch jedes Mal nach der Thumbnail-Time ihre Thumbnail-Gesichter macht, damit sie da sich eins rausschneiden kann. es ist ja auch gerade hier Black Week und Black Friday und Cyber Monday und das nicht mehr übrigens, aber es gibt für alles irgendwie nicht Namen. Nicht mehr Cyber Monday? Gibt's nicht mehr. Wie? Amazon hat es abgeschafft. Wieso? Dafür nennen die das jetzt Black Week. Irgendwas. Auf jeden Fall sind die ein oder anderen Sachen jetzt besonders im Angebot. Ich habe da auch meinen eigenen Store bei Amazon. Könnt ihr unten in der Beschreibung mal gucken. Ist einfach amazon.de/Rahim. Und da sind die ein oder anderen Produkte, wie zum Beispiel diese Kopfhörer natürlich. Aber auch meine allseits geliebten Samsung Galaxy Buds, die True Wireless Kopfhörer, die sind da auch mit aufgelistet und noch ein paar andere, falls ihr auf andere Marken steht, die kann man übrigens wireless aufladen, sehr, sehr geil. Und noch so ein paar Audioproduktionsgeschichten habe ich da auch alles zusammengesammelt in so die ein oder andere Liste. Guckt auf jeden Fall vorbei. Ist jetzt viel angenehmer sortiert als vorher. Also, oh, so übersichtlich, ne? Ja, richtig übersichtlich. Da sind jetzt in der Beschreibung immer noch alle Links drin, aber jetzt könnt ihr wirklich einfach auf amazon.de/Rahim. Fertig. Vielleicht gibt es da auch einen Mops. Vielleicht. Will jemand einen Mops? Ich bin mir nicht so sicher. Der ist schon ein bisschen alt und verbraucht. Danke, bis zum nächsten Video. Tschüss.